Dann schauen wir jetzt mal. Ja, gehen wir hier wieder runter. Die ganzen Quests abgeben. Helm's Hold ist nun ein gefährlicher Ort. Seht euch vor, Abenteurer. Mein Bruder lässt seinen Dank übermitteln, dass er ihn vor den Ashmedai gerettet hat. Wenigstens schenkt er meinen Warnungen jetzt mehr Beachtung und ich konnte ihn überzeugen, sich bis auf weiteres versteckt zu halten. Natürlich behauptet er, dabei nur die Sicherheit seiner Frau im Blick zu haben. Natürlich. Wettkampf hat begonnen. Teufelsjäger. Im Namen aller Bewohner von Helm's Hold bedanke ich mich bei euch. Ich hatte befürchtet, dass dies, nach einer langen Reihe von Unglücken, nun mein ultimativer Fehlschlag sein würde. Danke, dass ihr einem alten Mann bei der Erfüllung seiner Pflicht behilflich wart. Gern geschehen. Mit diesen Proben des verdorbenen Gifts und meinem Wissen über Heilmittel sollte ich in der Lage sein, ein dauerhaftes Heilmittel zu finden. Na, hoffentlich. Ah, direkt zwei neue. Der schlimmste Moment beim Triumph der Ashmedai war gekommen, als sich ihre Eiferer zu erkennen gaben. Männer, die wir für unsere Nachbarn und Freunde gehalten hatten, offenbarten plötzlich ihre Brandmale, die sie als Verräter und Fanatiker zu erkennen gaben. Wir alle wurden völlig unvorbereitet getroffen. Sie töteten Leute, die ihnen Vertrauen geschenkt hatten, während sie unheilige Gebete zu abgrundtief bösen Teufeln aufsagten. Diese gebrandmarkten Eiferer wurden bisher für ihre Taten nicht zur Rechenschaft gezogen. Ich möchte, dass dies geschieht. Immer diese Fanatiker. Die Ashmedai versuchen an jedem ein Exempel zu statuieren, der versucht zu fliehen. Sie schließen sie in ihre Häuser ein und lassen sie langsam verhungern. Wir müssen diese armen, verdammten Seelen befreien. Schlagt die verbarrikadierten Türen ein und lasst die Gefangenen frei. Machen wir. So, sonst noch eine Quest hier? Nein, 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 nein. Okay. So, müssen wir wieder hier hoch. Kein Problem. So, ich suche jetzt aber die Teufelsjäger. Ist ja gerade ein Wettkampf im Gange, läuft nur 12 Minuten. Sind das die Teufelsjäger? Das sind Legionenteufel. Müssen wir die töten? Weiß ich jetzt gar nicht. Gucken wir einfach mal. Ach, sind das die kleinen fliegenden Dinger? Das kann nicht sein. Was ist hier? Ach so, okay. So.
So. Wenn man natürlich die geflügelten Viecher braucht, sind keine da. Ist ja wieder klar. Ah, da hinten sind welche. Gucken wir mal, ob wir die brauchen. Auch nicht. Teuflische Hexenmeister. Okay. Teuflische Hexenmeister. Höllenhexenmeister. Ist das dasselbe? Anscheinend nicht. Jetzt müssen wir natürlich nur wissen, wo man die findet. Das weiß ich leider nicht. Ich sag's euch, die von Ashmadai respektieren niemand. Ja, wo finden wir die teuflischen Hexenmeister? Das ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort habe. Hexenmeister finde. Ein Höllenhexenmeister, die brauche ich nicht. Haben wir ein Naturpaket, haben wir wunderbar. Zack, mitgenommen. Ah, jetzt habe ich auch keine Lust mehr zu gucken. Machen wir lieber die Quest hier mal weiter. Ach, da hoch muss ich auch. Dann gehen wir erstmal da hoch. Zack. Ich finde die nur Höllenhexenmeister. So, wo ist das nächste? Das ist da.
das letzte ist. Und da... steigen wir jetzt auf Level 34 auf. Wenn wir Pech haben, dann halt nicht. Ob die Stadt wohl jemals wieder so sein wird wie früher? Auch wenn sich immer noch viele gebrandmarkte Eiferer auf den Straßen herumtreiben, machen sich eure Anstrengungen doch deutlich bemerkbar. Anstatt unheilige Gebete zu singen, flüstern sie jetzt nur noch angsterfüllt euren Namen und wissen, dass die gerechte Strafe für ihren Verrat auf sie wartet. Was für eine Erleichterung. Die Eschmedai jagen die Kranken und Gerechten und sperren sie alle in das Sanatorium hinter dem alten Kloster. Ich mag mir kaum vorstellen, welch schreckliches Schicksal sie an diesem gottverlassenen Ort erwartet. Dank euch dürften einige von ihnen sich jetzt in Sicherheit bringen können. Level 34. Ich habe erfahren, dass die Eschmedai die Kränkesten aus der Unternarbe vertreiben. Einer verfallenen Kanalisation, in der Hoffnungslose ums Überleben kämpfen. Selbst im Moment schlachten sie die Kranken und Hilflosen unter unseren Füßen, angeführt von einer diabolischen Figur namens Hirte der Verdammten. Tötet dieses Monster und beschützt die Schwächsten von uns vor der Grausamkeit der Eschmedai. Wenn ihr damit fertig seid, trefft euch bitte mit einem Waldläufer am Rand der Wälder. Er heißt Desatrubo. Und hat Informationen über Kultaktivitäten im Wald. Okay. So. Erstmal wieder Punkte verteilen. Wobei ich jetzt schon... Ach komm, mach mal voll. Zack. Haben wir 15 Sekunden 10% Bonusschaden. Hart sind die Zeiten in Hell's Hole. Den machen wir jetzt auch voll. Wenn euer Block durchbrochen wird, wird der dadurch entstandene Schaden um 30% reduziert. So. Gucken wir auch mal ins Inventar, was da so los ist. Ob die Stadt wohl jemals wieder so sein wird wie früher? Ach so, das kommt mal auf die Bank irgendwann. Das kommt runter, verschmelzen können wir überhaupt nichts. Nichts. Verzauberter Schlüssel, ja, super, haben wir nicht. Runter das damit. Ende von Helm's Hold. Runter damit. Ach, das Schwert können wir jetzt tragen. Das ist ja geil. Was ist mit dem Ring? Das machen wir so. Das kann man jetzt mal wieder so sein wird wie früher. Halt, Moment mal. Wir haben zweimal Siegel der raschen Gegenaktion. Ja, das ist jetzt die Frage. Tauschen wir so aus. Oder? Rüstungsdurchdringen und Regeneration und eine Verzauberung. Ach, Scheiß auf die Verzauberung. Wieder so sein wird wie früher. Bis hiermit.
dunkle Zeiten für Helm's Hold. So, das sieht ja erstmal gut aus. Schwert verzaubern wir noch. Angriffsplatz. Plus 65 Rüstungsdurchdringung. Plus 65 Kraft. Plus 65 Erholung. Nehmen wir das. Ende von Helm's Hold. Da können wir auch ein Schild anlegen. Warte mal. Nee, doch nicht. Das ist... Okay. Ich habe jetzt schon gedacht. Ja, dann haben wir das auch. Das wird dann alles verscherbelt. Ob die Stadt wohl jemals wieder so sein wird wie früher? Und dann reiten wir hierhin. Ich sehe schon, wo ich hin muss. Hier rein. Na, komm. Ach so. Im Kampf geht das nicht. So, darf ich jetzt hier rein? Nein, darf ich immer noch nicht.